Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es eine weitere FIFA Talk Episode. Heute habe ich wieder drei Themen für euch am Start und falls ihr das Ganze öfter sehen wollt, lasst den Daumen nach oben da und wir starten direkt rein mit dem ersten Thema und zwar das Raw to Shore Pack Opening. Ich denke mal, das haben extrem viele von euch schon mitbekommen und wir gehen jetzt einfach mal direkt rein. Ja, Raw to Shore hat ein Video gemacht, wo er angeblich in eine EA Location geht, zu einem EA Event und dort halt mit versteckten Kameras, mit zwei versteckten Kameras das ganze Geschehen filmt und somit halt eben auch ein Pack-Opening filmt, mehr oder weniger, was er noch gar nicht veröffentlichen darf. Und das Ganze, ja, das Ganze ist nicht ganz klar. Ist das jetzt real oder ist das fake? Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Und falls ihr euch mehr dafür interessieren wollt, ob das eben real oder fake ist, dann schaut unbedingt zu CBT rüber. Ist ein guter Kollege von mir und der hat eben ein Video dazu gemacht. Und da, ja, analysiert er das Video so ein bisschen. Also checkt das unbedingt ab, ist in der Videobeschreibung drinnen. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auch bei dem Video drauf und da sieht man auf jeden Fall hier die versteckte Kamera mit diesem, ja, er hat hier einfach ein Handy drunter gepackt und dann hat er eben hier, ja, ein Loch reingemacht in seinem Pullover und da eine Kamera reingepackt. Aber hier sieht man auf jeden Fall FIFA 18, das kann halt auch nachgestellt sein, ja, das kann auch einfach irgendeine Location von irgendeinem Freund von ihm sein oder so. Und dass er da dann halt einfach hingegangen ist, so eine Tapete aufgehängt hat und dann einfach drei Bildschirme und fertig, ja, also man kann es faken, man kann es natürlich faken und das Interessanteste bzw. das größte Indiz dafür, dass es ein Fake ist, ist die Szene mit Cristiano Ronaldo, wo er angeblich Cristiano Ronaldo zieht, aber wie gesagt, genauere Infos zu dieser Szene gibt es beim CBT, dort ist es nämlich echt extrem gut analysiert, ich finde es jetzt hier nämlich glaube ich auch gar nicht mehr, doch hier müsste es sein, wir lassen es einfach mal jetzt ganz kurz laufen und zwar ist es, ohne Ton am besten, und zwar ist es hier eben die Szene mit Cristiano Ronaldo. Und ihr seht hier ganz kurz, dass der Ronaldo nur steht. Ich bleibe mal kurz hier stehen. Und der Ronaldo steht hier. Und dieses Bild habt ihr, glaube ich, schon auf Twitter oder so gesehen. Weil das ist ein Bild, was ein Designer mal gemacht hat. Ja, wo Ronaldo so steht. Und da hat er halt einfach nur, glaube ich, diesen Schnuppen dazu da hinzugefügt. Dass man eben sozusagen denkt, dass es ein Walkout ist. Das ist halt extrem komisch, weil er zieht das Pack. Ich zeige euch das jetzt mal hier im Ganzen ein bisschen. Er zieht das Pack, ja. Also jetzt zieht er das Pack, dann kommt das und dann geht er auf einmal in die Kameraperspektive, wo halt ein Typ davor steht. Ja, extrem komisch und dann sieht man hier nur kurz Ronaldo und dann filmt er wieder mit der normalen Kamera weiter. Und ja, keine Ahnung, wieso er das so komisch gefilmt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Schnitt ist da ein bisschen sehr, verdächtig, würde ich fast sagen. Aber ich will ihm da auch nichts unterstellen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es real oder ob es fake ist. Schreibt mir eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Ist extrem interessant, ja. Und da können wir auf jeden Fall nur spekulieren. Wissen kann man das leider nicht. Okay, wir gehen zum zweiten Thema rüber und das ist das Kartendesign in FIFA 18 und das wurde jetzt tatsächlich schon veröffentlicht. Und zwar auf Twitter sehen wir hier den Ronaldo, die Legende, also das Icon oder den Icon. Die Icon? Keine Ahnung, was ist es überhaupt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Legende halt. Ja, und das Design gefällt mir persönlich nicht so gut. Das gefällt auch den meisten FIFA-Spielern nicht so gut, wie ich das jetzt so mitbekommen habe. Auf jeden Fall hier links die Nation, dann die Mannschaft sozusagen, Position und das Rating und dann hier eben die ganzen Stats und so. Ja, wie gesagt, mir gefällt es nicht so gut. Schreibt mir eure Meinung zu dem Kartendesign rein. Hier haben wir dann auch noch den Torwart mit einer 91er Bewertung und das ist Yashin. Ich weiß nicht, ob man den so ausspricht, aber es ist halt auch eine weitere Legende und da sieht man auf jeden Fall auch wieder dasselbe Kartendesign. Also ich gehe stark davon aus, dass das jetzt das Kartendesign sein müsste, weil EA hat das halt offiziell auf Twitter gepostet, deswegen müsste das eigentlich auch so stimmen und ja, schreibt mir auch wie gesagt eure Meinung dazu unbedingt mal in die Kommentare. Okay, wir gehen zum letzten Thema über und das ist nochmal sehr interessant und zwar habe ich herausgefunden, beziehungsweise hat EA das verkündigt, dass es am 1. August um 19.15 Uhr laut unserer Zeitrechnung einen Stream geben wird, einen Livestream auf YouTube und auf Twitch. Das ist extrem genial und extrem krass, weil es da eben viele neue Infos geben wird. Das Problem ist, dass ich, wenn dieser Stream läuft, leider Training habe. Aber Dienstag, 1. August, 19.15 Uhr, also ich glaube, dass es 19.15 Uhr ist. Sonst ist es vielleicht 20.15 Uhr oder 18.15 Uhr, falls ich mich da irgendwie mit der Zeitrechnung ein bisschen vertan habe. Aber es müsste 19.15 Uhr sein, glaube ich. Und da werden laut EA neue Icons und auch Ratings veröffentlicht. Und da sind einfach neue Infos
zu Ultimate Team dann am Start und da werden viele, viele neue Sachen rausgehauen. Ich glaube auch so ein bisschen so, was für neue Features es geben wird in Ultimate Team. Ich bin sehr gespannt, ich werde mir den Livestream dann halt direkt nachher anschauen, sage ich mal, nachdem ich eben vom Training wieder gekommen bin. Und ja, das würde ich euch empfehlen, das Ganze anzusehen. Und dann war es eigentlich auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, falls ihr mehr FIFA 18 auch sehen wollt. Ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Mein neues Internet ist immer noch nicht da, das ist richtig belastend. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.